Nächster Redner ist der Kollege Rolf Schwanitz für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jenseits des politischen Streits, Frau Ministerin, will ich zu Beginn schlicht und einfach ein herzliches Dankeschön an Sie und an die Haushaltsabteilung des Ministeriums sagen für die Information, für die Zusammenarbeit in dieser nicht einfachen Beratung. Wir haben heute die zweite, dritte Lesung. Eigentlich könnte ich meine Rede aus der ersten Lesung wiederhalten. Denn die Chance, diesen verkorksten Einzelplan 10 zu verbessern, ist nicht genutzt worden. Ich halte das mal schlicht und einfach fest. Ich habe damals auf drei grundsätzliche Defizite bei diesem Einzelplan 10 hingewiesen. Das erste, der Einzelplan 10 mutiert immer mehr zu einem dauerhaften Subventionshaushalt. Das zweite, die Strukturpolitik, die investiven Elemente im Einzelplan 10 gehen immer mehr zurück. Und das dritte, noch immer ist quasi bei der Verbraucherpolitik, bei dieser wichtigen Frage, eine Leerstelle, quasi keine Bewegung nach vorn zu spüren. Alle die drei Punkte bestehen fort nach der parlamentarischen Beratung. Ich will ausdrücklich noch mal sagen, eigentlich muss man hinzufügen, durch die parlamentarische Beratung ist an wichtigen Stellen die Lage sogar schlechter geworden. Und darauf werden wir noch zu sprechen kommen müssen. Ich will für die Öffentlichkeit noch mal festhalten, Sie steigern die Subventionen, die Sie, ich sage es, im Gießkannenprinzip hier ausbringen, die geboren worden sind aus der schwierigen Situation der Milchbauern, damals in der schwierigen Preissituation in 2011 noch mal um 300 Millionen Euro. Zusammen mit dem Vorjahr werden das bis Ende 2011 insgesamt 700 Millionen Euro zusätzlich sein, die ausgeschüttet werden. Nicht problembezogen, sondern mit der Gießkanne. Nicht investiv, sondern rein konsumtiv der Marktentwicklung hinterher und natürlich mit einer Schlagseite in den süddeutschen Raum. Das ist eine Vergangenheitspolitik, meine Damen und Herren. Doch damit nicht genug. Sie, es ist ja darauf hingewiesen worden, steigern ab 2011 beim Agrardiesel die Subvention noch einmal um weitere 260 Millionen Euro pro Jahr. Und zwar dauerhafte Subventionen Jahr für Jahr, die künftig anfallen und gegenfinanziert werden müssen. Das ist reine Klientelpolitik à la CSU. Das hat mit, währenddessen übrigens, ich will es Ihnen nicht ersparen, an anderer Stelle in diesem Bundeshaushalt Leistungen für Arbeitslose, für Familien, für sozial Schwache zusammengestrichen werden. Das hat mit einem Zukunftspaket, ich will dieses BMF-Sprech noch mal in den Mund nehmen, so ist das nämlich tituliert worden, Zukunftspaket, das hat mit dem Zukunftspaket rein gar nichts zu tun, meine Damen und Herren. Nein, im Gegenteil. Ich habe ja nun viele Einzelplanberatungen in dieser Woche gehört. Die Koalition klopft sich bei jedem Einzelplan auf die Schultern, welche Haushaltskonsolidierungen da gemacht werden. Und hier werden weiterhin Dauersubventionen, neue Dauersubventionen, insgesamt größer als eine Viertelmilliarde Euro pro Jahr ausgebracht. Das ist die Situation. Noch nie ist Wort und Tat so weit auseinandergefallen, wie das momentan hier der Fall ist. Und der Preis, den die Agrarpolitik dafür zu zahlen hat, ist hoch, denn die Investitionen und die Förderprogramme werden zusammengestrichen. 100 Millionen weniger bei der Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz, 50 Millionen weniger im Investitions- und Programmhaushalt, um nur die größten Brocken hier noch mal zu nennen. Ich erinnere noch mal an den Koalitionsvertrag. Dort ist eigentlich ausgeführt, es soll einen Ausbau der Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz geben. Nun opfern Sie dieses Projekt des Koalitionsvertrages, ein Jahr ist es her, als das niedergeschrieben worden ist, nun opfern Sie das zugunsten einer dauerhaften neuen Subventionspolitik. Das ist die Situation. Damit werden in 2011 165 Millionen Ausgaben für Strukturpolitik in den ländlichen Räumen, für die Landwirtschaft verschwinden. Denn es geht natürlich nicht nur um die 100 Millionen des Bundes, sondern es geht auch um weitere 65 Millionen, die quasi aus Landesmitteln nicht mehr aktiviert werden können. Das ist eindeutig eine rückwärtsgewandte Politik. Und ich bin mir auch sehr sicher,
dass das böse Erwachen bei den Landwirten selbst an der Stelle noch bei einem anderen Punkt kommen wird. Denn die globale Minderausgabe in Höhe von 50 Millionen, die Sie im Entwurf ursprünglich zur Gegenfinanzierung drin hatten, die haben Sie ja nur zur Hälfte aufgelöst. Bis jetzt weiß momentan noch niemand, wo die anderen 25 Millionen eingespart werden müssen. Das wird bei weiteren Programmelementen der Fall sein, und da wird der Protest vorprogrammiert sein, meine Damen und Herren. Ich will noch mal zitieren aus diesem wunderbaren Brief von Frau Merkel, diesen 3-Millionen-Euro-Brief. Da steht geschrieben, der in allen Zeitungen stand: Wir sparen, um handlungsfähig zu bleiben und investieren zu können. Zitat Ende. Also den Einzelplan 10 kann Frau Merkel da nicht im Blick gehabt haben, meine Damen und Herren. Hören Sie auf mit so einer Märchenstunde. Zu diesem Bild der rückwärtsgewandten Politik haben eigentlich alle angesprochen, ich erspare es mir nicht, gehört natürlich auch das, was beim Ökolandbau geschehen ist. Sie haben das Bundesprogramm Ökolandbau nun auch für sogenannte andere geöffnet und es ja faktisch damit reduziert für diejenigen, die es eigentlich brauchen. Das Signal an die konventionelle Landwirtschaft ist schlicht und einfach fatal. Und Herr Hauenstein, ich finde das wirklich, ich finde es schäbig. Es wird auf der einen Seite durch das Haus selber organisiert, dass die Fördermittel für die Forschungsvorhaben nicht abfließen, und dann wird hier ein solches Argument gezogen. Schauen Sie sich mal die Briefe an, die aus den Verbänden an der Stelle kommen. Ich finde es übrigens auch interessant, ich habe gelesen, da ist ausgeführt worden, dass schon am 17.11. das Haus kurzfristig quasi mit sofortiger Wirkung die Bescheide, die quasi kurz vor der Bewilligung standen, angehalten hat. Also davon, dass das Haus eigentlich, abgesehen davon, ob das überhaupt zur geltenden Rechtslage entspricht, wir sind ja hier schließlich noch in der zweiten, dritten Lesung, aber das Haus scheint ja richtig förmlich darauf gewartet zu haben, endlich beim Ökolandbau mal zuschlagen zu können. Das ist entlarvend, meine Damen und Herren. Ich will nur noch abschließend eine letzte Bemerkung machen zu dem Thema Verbraucherpolitik. Ich sage noch mal, das, was Sie bei der Stiftung, Frau Aigner, Sie haben sich ja hier jetzt gerade noch mal gelobt, das, was Sie bei der Stiftung Warntest machen, ist ein echtes Danaergeschenk. Die Erhöhung des Stiftungskapitals bezahlt die Stiftung jetzt durch eine überproportionale Kürzung der Zuführungen. Da wird nicht mehr, sondern weniger Verbraucherpolitik ankommen. Und das werden die Menschen im Lande merken. Und deswegen unterstützen wir das nicht. Herzlichen Dank.